So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und ich sollte mal die anderen Minecraft-Parts löschen. Ich weiß nämlich jetzt überhaupt gar nicht, welche die meine neuen sind. Egal, scheiß drauf. Gut, wir bauen jetzt unser Stein weiter. Da brennt irgendein Skelett. Es ist nah. Ich kann es förmlich essen. Wo ist denn hier? Ach, da ist meine Axt. Die Axt ist ja so da. Wo ist denn hier? Ach, da ist meine Axt. Im Inventar. Ganz weit vorne drin. Ich fäll den Baum jetzt einfach mal, weil der einfach hier im Weg ist und scheiße aussieht. Den fäll ich jetzt auch, weil ich will in einem Raum keinen Baum drin haben. Auch wenn die Idee jetzt so ziemlich nice wäre. Ah, nee. Den Boden mache ich aus Sandstein. Ah, da muss ich nochmal Sandfarmen gehen, ey. Oh Gott, ja. Mache ich den Boden einfach mal aus Sandstein. Wenn der Baum hier verschwinden würde. Eventuell schaffe ich es in diesem Part. So, baue ich mich hier erstmal ein bisschen hoch. Und jetzt baue ich mich hier so ein bisschen voran. Ich hoffe, der Stein reicht. Ich weiß ja nicht, wie hoch ich das machen soll. Auf jeden Fall nicht größer als die anderen. Ich könnte auch noch Dächer machen, aber meine Dächer sehen immer so richtig scheiße aus. Gut, ich denke mal von der Höhe passt das. Das liegt mir sogar hier schon fast und da ist noch ein Baumstamm. Und tschüss. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, ich baue hier jetzt erstmal zu. Ich muss, glaube ich, erstmal so gucken, wie viel Stein ich noch habe. Also, das ist jetzt nicht mehr so viel Stein, aber ich denke mal, das reicht. Ja, ich bin mal dann erstmal am gucken. Ihr könnt mir gerne Vorschläge immer schreiben, was ich zum Beispiel einrichten könnte oder was es für Räume sein könnten. Was weiß ich jetzt irgendwie, ein Chillraum oder irgendwie, keine Ahnung, was ich für Möbel reinstellen könnte. Und versuchen zu craften könnte. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung. Bei mir sind wirklich die meisten Räume, auch bei meiner Let's Show Welt, übelst leer. Ja, muss ich leider zugeben, die sind wirklich kahl. Die sind wirklich richtig kahl. Mann. Es kam mir der Schnupfen dazwischen, dann kam ein, hat jemand Stimmen gehört, wie ob ich gerade verrecke. Gut, dann baue ich das jetzt zu. Na. 1 und 2 und 3 und 5 und 6 und da war die alte Lava. 7 und 8 und ich weiß nicht, warum ich das zähle. So, und dann fahren wir gleich mal ein bisschen Sandstein. Sorry, falls ich jetzt hier ein bisschen hochziehe und jetzt ein bisschen mache und so. Ihr wisst ja, ich bin immer nur ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man geht bald weg. Oh, da fehlt was. Sicher jetzt erst. Bauen wir gleich mal zu. Natürlich das doch alles ein bisschen eingekesselter aus und machen wir es einfach mal zu. Gut. Sieht jetzt denn noch na, ein bisschen komisch aus, aber das nimmt alles noch Gestalt an, natürlich. Und wir gehen gleich mal Sandstein farmen, ehe es wieder zu spät wird. Ich mache mir ein bisschen immer Sorgen um die Zeit. So. Ja, das wäre fertig. Jetzt brauchen wir extrem viel Sandstein. Und dann zum Schluss machen wir da ein bisschen Licht rein und so. Hier können wir so in den anderen Raum reingucken. Hier können wir da reingucken. Ist doch schon mal ziemlich nice. Auf jeden Fall gehen wir jetzt Sandstein farmen. Ich weiß nicht, was ich in der dritten Folge machen soll. Aber ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Und dann machen wir halt irgendwas, keine Ahnung, ne? Irgendwas. Und da ist noch mehr Sandstein. Ey, juhu! Genau das, was ich haben wollte. Yeah. Geil. Warum mache ich das eigentlich mit der Spitzhacke kaputt? So,
So ein Dreck. Mach, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Kann ich noch ein bisschen Sand farmen für die Fenster? Ich habe ja noch ein bisschen. Nur ein paar Fenster, ne? So. Auf jeden Fall sind es ist echt viel Sandstein. Hier hinter auch irgendwo war noch Sandstein. Alter Scholli. Ich habe genug Erde mit, weil dann könnte ich erstmal. Letztes Mal, wo ich letztes Mal von Sandstein gefarmt habe, das könnte ich dann erstmal zumachen. Ne? So, oh, das sind noch mehr. Das ist ja geil. So, echt viel. Ich würde sagen, von Mario Party nehme ich auch mal ein paar Folgen auf dem Laborat Redstone, ne? Nein, das ist Eisen, schade. Und hier ist wieder Sandstein, yay. Aber noch mehr Eisen. So, wie viel habe ich ihn schon? Weiß gar nicht, wie viel, ob es reicht oder so. Bin immer so ein bisschen skeptisch. So. Noch mehr. Dankeschön. So. Gut, das sieht jetzt eher ziemlich chaotisch und ziemlich ruinisch aus, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben nur ein bisschen Erde, machen das halt ein bisschen zu. Ich weiß nicht, woher ich die Erde habe. Fragt mich nicht. Und so sieht doch schon mal wieder viel cooler aus, auch wenn es nicht cooler aussieht. So 55 haben wir davon. Gucken, ob das reicht. Auf jeden Fall haben wir schon mal unser kleines Heim. Das werde ich noch mal umändern hier. Das auf jeden Fall auch, weil das ist ziemlich im Weg. Aber mal schauen. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Licht. Jetzt kommen ja noch Monster rein und wollen mich töten. Ein Licht da, ein Licht da. Hier noch eins hin. Da noch eins hin. Das Wasser kommt auch weg. Ja, das Wasser kommt weg. So, Sandstein. Oh, da reicht schon jetzt nicht. Das kann ich förmlich schon schmecken. Ihr wisst ja, ich esse immer gerne zum. Also eigentlich keiner hin. Ich esse immer gerne zum Frühstück Sandstein. Schmeckt eigentlich ja, ziemlich lecker, also müsst ihr auch mal probieren. Hat so einen, ja, so einen trockenen Geschmack und ist eher so ein bisschen härter. Für härtere Boys ist das so ein Frühstück, würde ich einfach mal sagen. So, 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 so. Zack. Der Raum ist ja auch bald fertig. Das ist eigentlich, das geht eigentlich alles ziemlich schnell. So. Ich crafte mir gleich erstmal eine Tür. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wo kommt das Wasser auch so? Alles zu bauen, 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 bauen. So. Na gut, hat nicht gereicht, aber das war auch irgendwie logisch. Irgendwie der Bambus nervt, finde ich da. Na, das muss alles wirklich, das muss alles noch umgebaut werden. Der Baum nervt hier auch und wir schauen einfach mal, wie wir das in den nächsten Folgen umbauen. Ne? So. Warum sage ich euch immer ne? Mit wem rede ich? Mich rede mit mir selber. So, ihr werdet sowieso nie ja sagen, weil ihr das Video nur anguckt. Jetzt baue ich erstmal eine Holztür. Ne? Oh, lol. So. Und dann würde ich sagen, wir fahren wieder Sandstein. Fenster brauche ich da drin auf jeden Fall auch, sonst wird es mir zu stickig. Ich habe mein Fenster auch gerade zu, damit die Vögel nicht nerven. Und dann irgendwelche Kinder, die auf dem Trampolin springen, mir die Ohren zu brüllen und euch nerven. Deswegen habe ich jetzt einfach mal. Oh, ich bin Skelett. Irgendwo ist das. Aber ich weiß nicht wo. So.
Könnte auch eigentlich den Trick benutzen. So, eventuell kennt ihr den ja noch nicht, oder eventuell kennt ihr den ja. Man setzt ganz unten eine Fackel hin. Braucht schon allerdings zwei da drunter und dann fallen die halt, weil sie ja über Sand sind, die Fackeln. Ja, unter Sand sind. Die Fackeln geht der Sand halt kaputt. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Und jetzt wird es auch schon dunkel, schade. Na, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich fahre jetzt halt nur ein bisschen Sandstein. Der Part wieder um ist. So. Mich nervt wirklich immer ein bisschen, dass der Sandstein hier immer unter dem Sand ist und dass wenn man dann halt immer einen abnimmt, dass der wieder runterfällt und dass man wieder buddeln muss und dann wieder runterfällt, dann wieder buddeln muss und dann immer so weiter. Ich komme Creeper angesprungen, ich sehe schon vor mir. Gut. Tim, 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 tim. Gut, ich würde sagen, das war's erstmal wieder mit der Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!